Shit, ich habe keine Ahnung, was wir da jetzt verpasst haben. Vielleicht die eine oder andere Batterie oder sowas. Ah, Mist. Na, aber hoffentlich nichts Essentielles. So, kommen wir hier rein? Nee, nee, gar nicht. Okay. Da ist eine offene Tür. Hier ist ein, ja, ein kopfloser Kollege. Oha. Nee, 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 nee. Oder ist das jetzt etwa, warte mal, hier mal kurz verweilen. Ist das jetzt der Abschnitt, wo wir schon mal waren? Nee, ich glaube, da stand eben Block C oder so, ne? Ansonsten hätte der sich durchaus ein bisschen verändert, der Abschnitt. So, und weiterhin frage ich mich, müssen wir jetzt, heieiei, darauf warten, dass der verschwindet oder müssen wir einfach weiter? Heißt einfach Augen zu und durch. Mist, ich will mich überall umgucken, aber andererseits... Andererseits auch nicht. Shit. Oh shit, kommen wir hier durch? Wenn wir hier ein Geräusch machen... So eine ganz blöde Idee. Ah, Mann. Ah, nicht so laut. Leise, leise. Versuch das leise. Da steht... Ja. So, wenn er jetzt hier weitergeht, dann, dann würde ich mich hier verstecken. Tut er das? Nein, er geht weiter runter. Okay, okay, gut, 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 gut. Er geht wieder runter. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Psst. Na, kommt wieder hoch. Ist hier irgendwas? Ich sehe gerade akut nichts. Na, dann springen wir hier mal rüber. Ah, ja. Der wird doch gleich hinter uns herstürzen. Das sehe ich doch schon kommen. So, hoffentlich kommen wir hier weiter. Entweder hier, ja, oder da irgendwo. Okay, hier schon mal nicht. Wir laden mal nach. Nein! Nein, nein, nein. Oh, Mist. Ist das jetzt ein anderer oder... Rüber. Ist das ein anderer oder ist das derselbe? Toll, jetzt sind wir so weit wie zuvor. Wir verstecken uns erstmal. Gut. Gut, 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 gut. Er verzieht sich wieder. Allerdings sind wir jetzt so weit wie zuvor. Wir müssen doch sicherlich da oben lang, oder? Kann ich mir kaum vorstellen, dass wir hier unten bleiben müssen. Vielleicht müssen wir erstmal irgendwas finden oder so. Natürlich die Räume hier mal durchsuchen, aber puh. Ob wir wirklich noch irgendeine Schlüsselkarte finden oder sowas? Das sah mir jetzt da oben auch nicht nach Türen aus, die man, ne, damit öffnen kann. Nee, 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 da bräuchte man eher so einen, ja, so einen guten alten Schlüssel. Oder so. Hier ist alles versperrt. Hier ist noch irgendwie ein Kollege, aber nee. Sieht mir auch nicht so danach aus, dass der irgendwas für uns hat. Wo ist er? Da hinten ist er, aha. Interessant. Das ist relativ interessant, ja. Da kommt er hier irgendwie durch. Ach so, da ist offen. Ah so. Oder hat er uns da eben aufgemacht? Warte mal, wir müssen uns hier erstmal verstecken, glaube ich. Boah, die Batterien gehen so schnell alle. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, da kommt er. Der dürfte uns jetzt eigentlich nicht sehen. Wenn das eben schon geklappt hat, als er uns akut verfolgt hat, dann müsste es eigentlich jetzt auch klappen. So, er verpieselt sich. Na, ich will eigentlich hier das Licht anmachen, genau. So, jetzt ist die Frage... Ob er vielleicht nach rechts rumgeht, das würde mir gefallen. Dann würde ich nämlich nach links rumgehen. Nee, tut er aber nicht. Oder... Genau, er geht den Gang entlang. Die Frage ist, wie weit geht er? Weil wenn er maximal weit entfernt ist, dann würde ich hier mal, ne, da lang gehen. Aha. Er ist da irgendwie rübergesprungen oder so. Ziemlich agil, der Junge. So, und jetzt schleichen wir uns hier einfach durch. Ja, 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 ja. Hoffentlich war das das Richtige. So, hier ist wieder inactive. Dann müssen wir wohl oder übel mal hier gucken.
Ja, wir sind ja auch bisher nur ganz selten gestorben. Bin ich auch so ein bisschen stolz. Fast. Ich habe schon gedacht, jetzt steht er gleich hinter uns. Ins Licht oder ins Dunkel? Gucken wir erstmal kurz ins Licht. Vielleicht geht es hier ja auch nicht so viel weiter. Aber hier kommt man irgendwie durch, ne? Ne, dann gucken wir erstmal hier. Hier nicht. Dann schauen wir mal. Na, ich drücke immer das Falsche. Hier geht es aber auch nicht viel weiter. Und diese Türen, die haben uns irgendwie noch nie wirklich Glück gebracht, nicht wahr? Ich lasse die Batterie noch einen Moment außen vor. Ist auch nix. Gut. Boah, ich dachte, da steht jemand. Ich sehe schon Dinge. Ich fange schon an, Dinge zu sehen. Jo, jetzt lade ich mal kurz nach. Licht aus. Man könnte fast die Kamera die ganze Zeit anlassen, ne? Aber naja. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen hin und her switchen. Ich glaube, der ist aber lieb. Oh, ja, 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 ja. Hallo? Ja. Können wir mit dir reden? Nee, eher nicht so. Er wollte nur mal gucken. Er hat sich bestimmt genauso erschrocken wie wir. Das ist hier die Arena. Hier wird gleich der große Kampf stattfinden wahrscheinlich. Kommen wir denn hier weiter? Höchstwahrscheinlich nicht. Nö. Nö, nö, nö. Na dann. Fight Club. Die Zuschauer sind auch schon da. Schön. Echt schön. Ja, dann machen wir hier mal wieder unsere Visite. Einfach mal eine Runde gehen. So, der ist in einer Zwangsjacke. Das ist vielleicht ganz gut. Für ihn oder für uns? Da ist das hier eine Batterie. Sehr schön. Ein Klo. Sehr schön. Ein Waschbecken. Sehr schön. Ich weiß nicht, man muss sich einfach über die kleinen Sachen freuen. Ja, bitte? Gitterstäbe. Was? Wallrider nicht aufhalten. Ja, ja. Ja, ja. Wird uns alle holen. Bis wir tot sind. Ich würde denen eigentlich gerne helfen. Wahrscheinlich sind nicht alle schuldig hier. Wenn überhaupt. Ne? Vielleicht waren ja selbst die größten Chaoten hier anfangs nicht so. Ich weiß es nicht so genau. Ist es denn hier wirklich, ja, ich wollte gerade sagen, ist es hier wirklich so dunkel, dass wir das Licht brauchen? Ja. Wow, Moonwalk, cool. Nett, einfach mal fett die Animation resettet. Ah, kommen wir hier rein? Ja, kommen wir tatsächlich. Da eben konnte ich nicht drücken. Das ging gar nicht. Das habe ich zumindest nicht geschafft. Hallöchen. Ist vielleicht besser, dass sie hier nicht so wirklich was mitkriegen, in dem ganzen Stress hier. Juckt es dich? Du wirkst, als würde es dich jucken. Ja, so in gewissermaßen. Man könnte es so nennen. Man könnte dieses Gefühl so nennen. Da kribbelt es mir überall, wenn ich mir das hier so angucke. So, haben wir es denn bald mal geschafft hier? Irgendwie scheint es hier auch nicht so wirklich... Ja, hallo? Was zu geben? Oder müssen wir hier mit den Kollegen reden? Und hier kamen wir rein, nicht wahr? Ja. Ja, ich meine schon. Gut, dann gehen wir einmal in die Mitte. Hier wieder eine Spielkarte. Wow, erschrecken Sie mich nicht so, Mann. Ein Ass. Hab ich vorhin Pik 9 gesagt? Ich glaube, es war eine Karo 9, oder? Das hier ist ein Pik. Egal. Ich glaube, das wird nicht so furchtbar relevant sein. Was ich mich allerdings frage, ist... Muss dir ein Geheimnis verraten? Ja, dann erzähl mal. Mach mal, Junge. Ich bin jetzt gespannt. Also, wenn du mich hier so auf die Folter spannst, dann will ich es jetzt auch wissen. Also, da sind irgendwie... Ah, es ist ein ekliges Licht. Da sind irgendwie Treppen, aber hier kommen wir jetzt nicht so hoch, oder?
Hab keine Angst. Nö, vor dir jetzt nicht so. Eigentlich. Ja, ich weiß nicht. Ich gehe nochmal die Zellen ab. Vielleicht fällt mir noch irgendwas auf. So. Vielleicht müssen wir ja irgendwie so hochkrabbeln oder unter ein Bettchen krabbeln. Vielleicht können wir die Tür ja auch aufmachen. Nee, nee, können wir nicht. Oder die hier. Ist eine super Idee. Das ist die beste Idee ever. Oder... Nee, 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 nee. Die Tür kann ich hier wirklich nicht aufmachen. Ich dachte eben, vielleicht hätte ich die doch aufmachen können, aber nein. Vielleicht können wir ein bisschen auf dem Bett rumspringen. Warum hat dieses Bett hier eigentlich keine Matratze? Hat das irgendeine Bewandtnis? Wir können hier theoretisch drunter. Aber hier ist jetzt auch nichts Besonderes. Nö, nö. Nö. Abgesehen davon, dass die Matratze fehlt, scheint da nichts Besonderes dran zu sein. Ah, so eine Batterieverschwendung, verdammt. Was? Zum Verstecken, ja, ja, ja. Hm, das ist ja okay. Hier haben wir die Matratze. Nö, hier hat sich jemand vorgebaut. Ach so, vielleicht können wir hier draufkrabbeln. Ah, ja, ja, ja. Wir können doch sicherlich, ja, hier draufkrabbeln und dann hochspringen. Genau. Was? Hilfe beim Waschen, ob er das so ernst meint. Er hätte es vielleicht nötig, das mag sein. Aber so wie er gerade gekichert hat, ja. Hallo. Na, ich sag jetzt mal nicht danke, okay? Nur, naja, also gewissermaßen. Ich weiß ja nicht, was sonst passiert wäre. Ach, aber nee, 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 eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Und da kommen wir doch bestimmt gleich die Treppen irgendwie hoch. Ja, 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 ja. Hm. Ich habe da schon so eine Vorahnung. Hier können wir zwar entlang schleichen, aber da ist jemand in der Zelle. Ob das eine gute Idee ist? Gucken wir mal eben, ob man hier auch lang kann. Ja, aber nicht sehr weit. So, kriegen wir wenigstens noch so ein bisschen Belohnung, weißt du? So eine Batterie oder so. Das wäre schon nett. Ach, da ist ja jemand. Oh, der... Ah so, der macht gerade ein bisschen unanständige Dinge, glaube ich. Sagen wir einfach, er macht Pipi. Mhm. Ne? Habt ihr ja alle selber gesehen. Könnt ihr alle bestätigen. Ja, dann gehen wir mal zu unserem Kollegen hier. Das geht doch garantiert nicht gut. Oh, das geht aber. Soweit. Gut, ich habe was anderes erwartet. So, und hier können wir springen, ja? Eieiei. Haben wir es geschafft? Ja, ja, scheinbar schon. Ich dachte eben schon kurz, wir sind da runtergeplumpst. Hui, hier hat ein bisschen Farbe, weißt du? Ein bisschen Farbe fehlt diesen Zellen. Hat sich auch der Kollege hier gedacht. Und wollte hier einfach mal ein bisschen... Ja, bisschen nachhelfen. Ich dachte, er sei tot. Ist er nicht. Witness. He did not kill his enemies. He did not kill his enemies. Interessant. Da ist ein Dokument. Wir versuchen es mal eben mit der Kamera, ja? Ob er hier irgendwas zu sich notieren will oder so. Nee. War vielleicht nicht die schlechteste Idee, scheint aber nicht zu klappen. Schade. Dann, ja, stiefeln wir vielleicht mal kurz raus und lesen das Dokument. Nein, hier. Nachruf unter... Okay, eine URL. Könnt ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr mögt. Rudolf G. Wernicke. Dr. Rudolf G. Wernicke, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland, geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem frühen Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiben
wanderte er 1949 dank eines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernicke in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. Wohltätigkeit, natürlich, alles, ja, alles ein bisschen vertuschen hier, ja, ein bisschen hübsch aussehen lassen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernicke als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen, Mann, was ist denn heute los, ich kann nicht sprechen, bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Ja, tut mir leid, also irgendwie klappt das heute nicht so optimal. Naja, ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Oh, was haben wir hier? Noch ein bisschen Blut, natürlich, blutige Matratzen. Ansonsten, es geht da nach oben und hier, aha, hier ist zu. Verstehe. Na, dann müssen wir erstmal weitersuchen. Ist das hier? Achso, ein Lautsprecher. Ja, können wir ja mal ein Mikrofon suchen und hier ein bisschen Ruhe und Ordnung einfordern. Das klappt bestimmt hervorragend. Können wir hier rüber? Nee, können wir nicht. Das ist zu schmal. Der Grat ist zu schmal. Okay. Wenigstens noch eine Batterie gefunden. Das gefällt mir ganz gut. Ja, hi. So, die Tür versuche ich erst gar nicht. Gucken mal hier weiter. Was ist das? Das will man auch nicht so genau wissen. Nee. Uiuiuiui. Ich hab nichts gemacht. Ich will gar nichts von ihm. Geh weg. Ja. Komm, wir gehen hier besser mal rüber. Ja. Nein. Weiter. Das ist ja mega fies einfach. Das erste Mal hat man es nicht erwartet. Doch, hat man es erwartet. Und das zweite Mal, wenn man es nicht erwartet, dann kommt's. Ein ganz fieser Trick war das. Habt ihr das gemerkt? So, und hier können wir zu einem weiteren Kollegen stiefeln. Hallo? Der Doktor hat mir einmal erzählt, dass ein Höhlenmensch unsere Technik für Magie halten würde. Und wenn man einem modernen Menschen Magie zeigt, hält er sie für Technik. Glauben nur an die falschen Dinge. Das wird uns vernichten. Das sind allerdings interessante Worte. Ja. Ziemlich interessant. Mag ich. So, kommen wir hier rüber? Ja. Das ist ja hier ein Spießrutenlauf ist das. Zellen, na gut, die sehen alle gleich aus. Sehe ich allerdings auch ein jetzt bei so Zellen. Bei Patientenzimmern natürlich, meine ich natürlich, selbstverständlich. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das nicht auch vorher hier schon so dreckig, siffig ausgesehen hat. Also es wird jetzt nicht erst angefangen haben mit, ja, was auch immer hier passiert ist. Ich meine, klar, dass jetzt hier überall Blut ist und so, das vielleicht noch. Aber der Dreck, das müssen wir noch nicht erzählen, da leuchtet doch was. Sehr schön. Das ist nur ein Radio. Ich dachte eben, ist das ein Dokumentenkoffer oder so, aber nein. Das ist ein Radio. Gut. So, und hier im vorletzten Raum überhaupt kommen wir irgendwie weiter. Weiter ist relativ. Na, obwohl doch, wir sind wieder aus diesem Zellentrakt draußen. Hier was sehen, nicht viel. Nicht viel. So, hier geht's runter. Hier geht's auch runter, aha. Na, dann erstmal in den beleuchteten Raum. Die Kamera. Ein Hinweis. Ja, da hat er sich etwas notiert. Wallrider, ganz viel. Enorm viel Blut, sogar ein Eimer mit Blut. Sehr unfassbar. Und ein Symbol. Ein Symbol und ein dezenter Hinweis, dass wir uns verstecken können. Wir lesen natürlich mal unsere Notiz.
Machen wir das mal. Wallrider. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt, das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine physische Präsenz wäre, ein Geist oder Dämon. Physische Präsenz, Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen, vielleicht. Vielleicht war es eine kleine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Das ist auch eine realistische Möglichkeit tatsächlich. So, wir gucken mal ins Dunkel. Oh Mann, sind das jetzt hier irgendwie die Duschen oder was ist das hier? Was haben wir hier Schönes? Ja, es sind tatsächlich die Duschen. Wenn man hier duscht, dann ist man hinterher schmutziger als zuvor. Und wenn man da reinsteigt, sowieso. Achso, ich dachte eben, das wäre so dreckiges Wasser, aber ich glaube, das ist nur Felsen. Ist vielleicht Teil von dem Berg, auf dem das hier fußt. Wir sind ja letztendlich immer noch in Mount Massive, nicht wahr? Und ja, der namensgebende Mount könnte das tatsächlich sein. Mountain in dem Fall. So, ich sehe hier ansonsten gerade nicht viel. Wir könnten, wenn wir da jetzt ins Loch steigen, dann weiß ich nicht, ob wir wieder zurückkommen. Wir gucken erstmal hier. Ja. Gehen natürlich dahin, wo die beruhigenden Geräusche herkommen. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich von hier kam. Zum Verstecken. Boah. Deine Belohnung dafür, dass ich geguckt habe, gibt es nicht. Und die Tür ist geschlossen. Okay. Können uns hier die Hände trocknen wenigstens. Wenn wir uns die schon nicht waschen können, könnten wir uns die wenigstens trocknen. Dann ist die halbe Arbeit erledigt, aber nö. Gut. Dann, ja, hier, das ist natürlich auch schon so ein dezenter Hinweis, ne, auf dieses Loch. Ja, na dann stiefeln wir mal dahin. Warte mal, ich benetze mal eben meinen Hals. Einmal die Stimmbänder benetzen. Kommen wir rüber? Ja, kommen wir. Und dann stiefeln wir mal hier runter. Kanalisation oder so. Oder vielleicht nicht Kanalisation, aber halt so Schächte, wo die ganzen Rohre verlegt sind, ne? Wir laden besser mal nach. Bevor wir da weiter runterjumpen. Hier. Hüps. Und jetzt kann es sein, ja, dass wir da nicht mehr zurückkommen. Und es geht noch weiter hinab. Die Geräusche. Hahaha. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja, so viel dazu. Also doch. Entschuldigung. Also doch Kanalisation. Ja, gucken wir erstmal hier. Hier liegt aber nicht viel. Oh, das sind Beine. Ja. Hier hat wohl schon jemand versucht abzuhauen, wa? Hat leider nicht so wirklich geklappt. Wobei das leider auch so ein bisschen relativ ist. Ich meine, man muss auch an die Außenwelt denken. So leid mir die Patienten hier tun, aber ne, es hatte sicherlich durchaus auch berechtigte Gründe, dass hier, naja, die Türen so gut versperrt waren und so. So, kommen wir hier weiter? Auch nicht. Okay. Gut, dann bleibt wohl nur der Weg erstmal. Und das hier, das deutet für mich auch wieder so ein bisschen darauf hin, dass wir vielleicht, ja, gleich abhauen werden müssen. Wo geht's hier hin? Aha. Scheinbar nach außen. Ist es tatsächlich schon so spät, dass es wieder Tag geworden ist? Das könnte durchaus sein. Wobei, naja, nicht in Echtzeit jedenfalls. Wenn es tatsächlich abends war, als wir hier angestiefelt kamen, so lebt er noch oder nicht. Da geht's irgendwie weiter. Wir gehen einmal ran. Mal anpoken mit so einem Stock, weißt du, mit so einem langen Stock. Poke. Aber nee, der hat's wohl hinter sich. Gut. Dann
kriechen wir mal hier durch. Ah. Dezent umgucken. Ah, was? Interessant. Ich weiß nicht, ob das gerade verschwunden ist, weil ich irgendwie hier Nachtsicht ausgemacht habe. Oder ob es einfach wirklich nur kurz da war. Oh, shit. Jetzt kriegen wir es also mit den Erscheinungen zu tun, ja. Eieiei, das gefällt mir nicht. Interessant, hier könnten wir uns durchquetschen. Hier ist hell. Hier möchte ich theoretisch bleiben. Praktisch war hier allerdings gerade noch ein Geist. Der ist auch irgendwie ins Nichts verschwunden, ne? Hm. Was sind das für Geräusche hier? Ja, nicht zu genau drüber nachdenken, was da wohl gerade die Rohre runterrutscht oder in dieses Fass rein oder so. Ja, ich habe gesehen, da rechts war ein Dokument. Ich guck gleich mal. Gut, hier geht's nur einmal im Kreis. Alles klärchen. Und hier ist... Hier kommen nur Leichenteile runter, aber wir nicht hinauf. Und natürlich liegt hier eine Akte. Gut, vielleicht ist sie auch irgendwie runtergefallen aus irgendwelchen... weiß ich nicht, aus irgendwelchen Räumen da oben, aus irgendwelchen Zellblöcken. Das Evangelium des Sands, klar. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleicht Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archibald. Aha. Dieser Gott ist real. Was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Sauls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blickten, sehen wir wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Mhm. Gut, da glaubt offenbar noch jemand daran, dass das alles nun ja gewissermaßen real ist. Gott, Erscheinungen, Gespenster, Geister, wie auch immer man es nennen mag. Aber irgendwas steckt dahinter. Wahrhaftig. Hm. Gut. Gut. Alles ist gut.